Gerade ist ein Zug aus Laaten in Ostenwalde angekommen. Die V60 in Ozean Beige führt einige gedeckte Leerwagen mit, die mit Sackgetreide aus dem Genossenschaftsspeicher beladen werden sollen. Weiter hat sie einige Leertankwagen mit dabei, die in der Ölverladung befüllt werden sollen. Da sowohl in der Ölverladung als auch an dem Genossenschaftssilo nur Einzelwagenbeladung möglich ist, ergibt sich so für die V60 eine ganztägige Rangierarbeit. Die Hümmlinger Kreisbahn von Laaten nach Werlte schließt an die DB-Hauptstrecke von Münster nach Emden an der Nordsee an. Der Hümmling ist eine dünn besiedelte Landschaft. Entsprechend gibt es entlang der Strecke der Hümmlinger Kreisbahn nur zwei etwas größere Orte, Sögel und Werlte. Ostenwalde hingegen ist kein richtiger Ort, der Bahnhof liegt mitten auf dem flachen Lande. Der Bahnhof Ostenwalde besteht aus einem zweiseitig angeschlossenen Ladegleis. An dem Ladegleis gibt es eine Ladestraße und das Gebäude der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Der Güterschuppen des Bahnhofs liegt dagegen am durchgehenden Hauptgleis. Das Stückgutaufkommen ist derartig gering, dass der Umschlag am Streckengleis erfolgen kann. Das Dienstgebäude des Bahnhofes dient nicht als Empfangsgebäude. Es beherbergt Lagerräume, eine Telefonanlage und den Schlüsselkasten für die Bahnhofsweichen. Ein einfacher Bahnsteig macht die Bahnhofsanlage komplett. Etwas außerhalb des Bahnhofes liegt ein beidseitig angeschlossener Gleisanschluss, auf dem Ölverladung stattfindet. Das Rohöl wird in der Umgebung gefördert. Zunächst gilt es, die ersten sechs Wagen auf die Ladestraße zu verschieben, und zwar so, dass einer dieser Wagen vor dem Silo zum Stehen kommt. Jetzt müssen die Kesselwagen in die Ölverladung gedrückt werden, und zwar so, dass einer der leeren Wagen direkt vor der Verladeanlage zum Stehen kommt.
Der bereits am Vortag gefüllte Kesselwagen kann nun in das Bahnsteiggleis gebracht werden, um dort auf die Rückfahrt nach Laten zu warten. Die Rangierlok ist jetzt dafür zuständig, weitere Gehwagen vor dem Silo der Genossenschaft zu rangieren und nach Beladung der ersten Gehwagen diese in das Bahnsteiggleis zu bringen, wo sie auf die Rückfahrt nach Laten warten können. Nachdem die ersten drei Gehwagen beladen und im Bahnsteiggleis abgestellt sind, kann die Rangierlok nun die letzten drei Leerwagen in das Ladegleis rangieren. Gestört wird sie in ihrer Tätigkeit den ganzen Tag über nicht, da die Strecke im Übrigen bereits stillgelegt ist.